In wenigen Tagen startet der Atherosklerose-Kongress von Pia Lüdecke, in der sie viele spannende Gäste interviewen wird über dieses weitreichende Thema. Und ich freue mich, dass Pia Zeit gefunden hat, mit mir vor diesem Kongress ein Gespräch zu führen, wo sie uns mitnimmt in das, was uns auf diesem Kongress erwartet. Und ich freue mich auf das Gespräch mit ihr. Mein Name ist Markus Peters. Ich bin Allgemeinarzt aus Bordesholm, Begründer der Arztpraxis Herztherapie Nord und der Online-Akademie der Herzerklärer. Ja, wenn dich das Thema Atherosklerose interessiert, dann bleib dran. Jetzt geht es los. Liebe Pia, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier bei mir zu sein. Du hast ja den Atherosklerose-Kongress ins Leben gerufen. Erzähl mal, worum geht es? Erst einmal danke ich dir. Ja, es geht um unsere Gefäßgesundheit. Es geht darum, zum einen, wie wir uns gesund halten können, ganz viele Wege, was wir, ja, welche unterschiedlichen Aspekte da auch eine Rolle spielen und natürlich auch, wenn wir Atherosklerose haben, also auf welche unterschiedlichen Arten und Weisen wir darauf einwirken können. Und da gibt es halt eben nicht nur die eine Sache, die wir dann bedenken müssen, sondern so vieles und das von allen Seiten zu beleuchten, das war mein Anliegen. Genau. Es gibt ja in der Medizin ja auch den Spruch, den gibt es für andere Bereiche auch, aber ich denke auch für den Bereich der Gefäße trifft das auch zu. Man ist so alt, wie seine Gefäße sind, ne? Ja, ist so. Unsere Gefäße sind so alt, wie unser Gewebe ist. Ja. Genau, unser Gewebe ist so alt, wie unsere Ernährung gut ist. Also so viele unterschiedliche Sachen, also auch wie eins ins andere greift, wieso man auch nicht sagen kann, ah, ja, Vitalstoffe, das gefällt mir, weil das ist ja simpel, das kann ich machen. Und dafür die Bewegung vergisst. Ne? Oder sagt, ja, meinen Stress kann ich ja nicht ändern, dann muss ich das halt irgendwie anders machen. So, oder überhaupt die Frage, auf welche Art und Weise könnte ich meinen Stress ändern? Und diese ganzen Wechselwirkungen, die man alle nicht miteinander zueinander in Bezug setzt, das finde ich sehr, sehr spannend. Das fand ich bei den anderen Kongressen spannend und halt eben hier auch wieder. Ja. Ja, du bist ja ein alter Hase, was Online-Kongresse angeht. Du hast ja schon andere Online-Kongresse gemacht, ne? Ja, genau. Also zuerst gab es den Arthrose-Kongress. Das war quasi, da war ich wie ein Fisch im Wasser. Also so, das war von allen möglichen Seiten her so viele Jahre mein Thema. Ja, also der war völlig logisch. Dann danach war, ja, also ich habe viel mit alten Menschen zusammengearbeitet. Und ja, die Osteoporose als Geschwisterchen irgendwie der Arthrose war dann auch irgendwie eine logische Konsequenz. Und halt, weil sie mir auch viel begegnet ist. Ja, und jetzt Arteriosklerose, da gab es dann so mehrere Gründe für. Das eine war, ich hatte eine Seniorin, die hat mich jahrelang in Kursen begleitet und die mochte ich recht gern. Mochte alle meiner Leute immer gern, aber die fiel mir immer so ein, weil die hat immer zu mir gesagt, Pia, immer wenn ich zum Arzt gehe, schenkt er mir Rosen. Arthrose, Osteoporose, Arteriosklerose. Und das war so, und das war das eine. Das andere war, dass ich selber ja seit der Zeit 2020 irgendwie festgestellt habe, wow, das geht mir selbst alles so zu Herzen. Viele meiner eigenen Mechanismen, die ich oder Lösungsmöglichkeiten, die ich habe zur Stressreduktion und so weiter, die greifen gerade nicht, beziehungsweise die sind blockiert, also die stehen gerade gar nicht zur Verfügung. Ich muss mir was anderes überlegen. Und dann halt eben so zu spüren, ich war nie der Mensch für Bluthochdruck. Plötzlich habe ich Druck. Plötzlich passieren in mir Dinge,
die mit meinen Gedanken zu tun haben, die mit meinen Gefühlen zu tun haben, die haben nichts mit meiner Ernährung zu tun, die haben auch nichts mit meiner Bewegung zu tun, die haben nichts mit zu wenig Nährstoffen zu tun. Und ja, so war, das war der andere Weg. Und der nächste Weg, der war wieder total logisch. Und das war der, dass Arthrose, Osteoporose und auch wenn ich manuell gearbeitet habe, ich hatte immer Gewebe im Fokus. Wie wirkt Gewebe auf Organe? Wie denkt man, oh, ich habe eine Verspannung? Dabei hat man Stress. Wieso macht Stress eine Verspannung? Wieso macht ein saures Essen eine Verspannung? So, und diese Wechselwirkung, was macht Gewebe, also etwas, was immer zu meinem Beruf gehörte, was macht Gewebe in Sachen Arteriosklerose? Wie wirken auch da Spannungsmomente auf darauf, was unsere Gefäße gerade machen? Das war dann sozusagen dieser, ja, so rein das, was ich von Berufswegen her schon immer hatte. Ja, also wenn jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, ich habe da unter Verspannung und bei der Anamnese rauskam, ja, und Herz habe ich auch noch und dies habe ich auch noch und so weiter. Ich habe nie das Gewebe als Gewebe aus dem Fokus gehabt, sondern das gehörte für mich immer mit dazu. Und das war dann eben der Aspekt, unser Fasziengewebe, was unseren ganzen Körper durchzieht und unser Gefäßgewebe, was ebenfalls den ganzen Körper durchzieht. Das war so eine wunderbare, ja, da griff etwas ineinander. Frage, diese anderen Kongresse, die du gemacht hast, kann man die auch noch erwerben als Kongresspaket? Wen das interessiert. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst für die Zuschauer und Zuhörerinnen hier. Du hast also einen Arthrose-Kongress gemacht, du hast dann was noch gemacht? Osteoporose. Osteoporose. Und jetzt Okay, Arteriosklerose. das ist also dein dritter. Ja, Okay, gut. genau. Okay, zähl doch mal ein paar Sätze davon. Was machst du beruflich? Ja, ich bin Heilpraktikerin und bis 2020 habe ich halt ja, in meiner Praxis gearbeitet. Das war eine Teilzeitpraxis, weil ich andererseits auch noch in Seniorenheimen war, mit Menschen ja Bewegungsangebote gemacht habe zum Erhalt der Alltagskompetenz, sodass man so lange wie möglich autonom bleiben kann. Also Autonomie, etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, weshalb ich Kongresse auch so wichtig finde. Sie geben uns Unabhängigkeit. Und ja, ich habe viel in der Praxis manuell gearbeitet. Dann hatte ich noch mit Kindern was, Bewegungsangebote. Das heißt, ich habe immer sehr vielseitig gearbeitet. Ich habe über alles, was ich gemacht habe, also sei es nun Bewegung, sei es in der Praxis, sei es in einer Beratung, ich habe über alle diese Dinge gesagt, ich liebe alles, was ich mache und ich möchte nichts davon jeden Tag machen. Und das ist jetzt mit dem Kongress oder mit den Kongressen wieder das Gleiche, weil Kongressarbeit ist so vielseitig. Man wühlt und arbeitet sich in ein Thema rein, man sucht sich die passenden Leute für die unterschiedlichen Themen, dann so der ganze kreative Anteil mit Gestaltung und so weiter. Ja, und so war das für mich eine adäquate Lösung, weil für mich 2020 klar war, ich werde das, was ich bisher gemacht habe, nicht unter diesen neuen Bedingungen machen. Ich werde nicht meine Patienten, die mir vertrauen, nur weil ich Geld verdienen muss, so tun, als wenn das in Ordnung wäre, dass sie sich die Luft zum Atmen nehmen und dergleichen. Und deshalb war für mich klar, okay, das, was ich bisher gemacht habe, das geht nicht mehr. Das möchte ich nicht mehr. Und dann waren die Kongresse eine völlig adäquate Lösung dafür. Und auch, um dann meinen Leuten Unabhängigkeit zu geben, denn das ist mir immer wichtig. Ja, erzähl doch mal uns ein paar Highlights. Du hast ja jetzt, denke ich, fast alle oder alle Interviews ja fertig. Und erzähl uns doch mal so, was sind so Dinge, die du vielleicht auch selber nicht gewusst hast
Und wo du jetzt irgendwie denkst, boah, alleine dafür hat es sich für mich schon gelohnt, dass ich das jetzt weiß, diese Einsichten bekommen habe. Jetzt lass uns mal so einen kleinen Blick reinwerfen, so durchs Schlüsselloch. Was erwartet uns auf dem Kongress? Ja, also was ich spannend fand, war zum Beispiel, dass für mich Omega-3-Fettsäuren immer eine Basisbehandlung waren. Das war sozusagen, das fehlt allen, um dann zu erfahren, okay, es gibt Bedingungen, da muss ich vorher etwas machen, damit die nicht plötzlich zum Rohrkrepierer werden. Damit, ne, also so, dass ich auch da im Vorfeld auf etwas achten muss. Wer hat darüber gesprochen, wenn ich fragen darf? Da hat der Dr. Karl Hartner drüber gesprochen Okay, und die ja. Anja Seidner hatte es auch noch mal im Ja. Programm. Genau, die beiden. Das fand ich toll. Dann, das betrifft wiederum mehrere Interviews und ist vielleicht auch eher eine grundsätzliche Aussage. Bei vielen Krankheiten, die uns begegnen, werden immer wieder Entzündungsprozesse genannt als Ursache. Und ich finde es wahnsinnig spannend, auf welche unterschiedlichen Wege Entzündungsprozesse ihren Anteil an Erkrankungen haben. Also, dass es nicht so ist, habe ich das einmal verstanden, dann kann ich da einen Strich drunter machen. Ich kann sagen, okay, Entzündung ist halt immer doof. Aber diese verschiedenen Wege, die unser Körper geht und auch um irgendwie zu löschen, um irgendwie zu sagen, ich muss dem Einhalt gebieten. Das fand ich dann auch genau im Fall der Arteriosklerose, welche Wege, auch welche verschiedenen Wege geht der Körper da, wohin weicht er aus, wann ist die Lösung oder das, was er für eine Lösung hält, wann wird das plötzlich zum Problem und wie sollte ich auf dieses Problem eingehen, ohne mir ein neues Problem zu schaffen. Also dieses ganze komplexe, ja, diese ganze komplexe Sache. Wahnsinn. Dann, ja, so ganz praktisch gesehen, Das man. heißt, darf ich kurz unterbrechen? Das heißt, habe ich das richtig verstanden? Arteriosklerose als eine Ausweichbewegung oder vielleicht auch als der Versuch, andere Probleme zu kompensieren oder auszuheilen? Nee, als nee, nicht um die auszuheilen, sondern als Konsequenz der Lösungsmöglichkeiten, die der Körper erstmal gesucht hat. Ja, Ja, okay. also wenn ich aufgrund meiner Entzündungen meine Gefäße letztendlich immer kaputter mache. Und der Körper sagt dann, okay, ich muss hier kitten, kitten, kitten und schmeißt seine ganzen unterschiedlichen Reparaturprozesse an, wozu unter anderem halt dann Cholesterin gehört. Ja, dann muss ich erstmal wissen, okay, das ist der Lösungsweg, den mein Körper in diesem Moment gewählt hat. Er hätte ja auch einen anderen Weg wählen können. Es wählt ja nicht jeder Körper diesen Weg. Aber es ist ein möglicher Weg, den er wählen kann. Und wenn ich dort dann ein Übermaß habe, wieso ich dann ein Problem kriege und wieso dann wiederum Probleme entstehen und wie ich auf diese, also wenn ich dann einen Cholesterinsenker nehme, welche neuen Probleme sich dann entwickeln. So, dieses ganze unglaublich faszinierende Programm. Rettungsprogramm, Lösungsmöglichkeiten, die unser Körper anvisiert und wie sie unter Umständen halt neue Probleme schaffen und wie ich diese Probleme beseitige, ohne mir wieder neue Probleme zu schaffen. Und dieses ganze ineinander verwobene, ach, das aufzudröseln. Das finde ich toll und dafür finde ich es dann halt, da reicht nicht ein Interview. Da gibt es unterschiedliche Menschen, die haben alle unterschiedliche Sachen im Fokus. Und es trifft ja auch nicht auf jedes Problem zu. Aber es gibt vielleicht ein Problem, was ich noch nie im Fokus hatte. Ich sage vielleicht, ja, aber wieso? Ich bewege mich doch. Ich esse gesund. Ich nehme Vitalstoffe. Wo soll denn bitte mein Problem sein? Und
bei den vielen Leuten werde ich wahrscheinlich ein Problem finden, was ich vorher noch nie gesehen habe und was womöglich auch mein Arzt noch nie gesehen hat, weil Ja. er noch nie auf die Idee gekommen ist. Und das finde ich großartig, faszinierend und freue mich ganz doll darauf. Schön. Wann geht's los? Am 22.09. um 10 Uhr. Okay. Das ist was für ein Wochentag? Ein Donnerstag? Ein Donnerstag um, ja, okay. Ja. 10 Uhr geht's los. Genau. Und die Inhalte sind dann immer für 24 Stunden frei verfügbar. Erzähl mal ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen. Genau, also es gibt jeden Tag drei Interviews mit Referenten, die also von ihrem Gebiet etwas erzählen. Und ein Bewegungsvideo, denn Bewegung ist immer wichtig und manchmal fehlt einem einfach die Inspiration und es gibt halt eben auch so verschiedene Möglichkeiten, wie ich mich bewegen könnte oder was ich machen könnte. Jeder für sich gucken kann, gibt es also. Ja. Drei Interviews, ein Bewegungsvideo. Die sind jeweils von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens am nächsten Tag freigeschaltet und dann kommen die nächsten drei das nächste Bewegungsvideo. Das sind halt eben insgesamt 27 Interviews, also 9 Tage. Und dann kommt das Wochenende, da wird also alles nochmal wiederholt, weil man vielleicht alles nicht geschafft hat. Und ja, mir war es halt eben schon wichtig, den Tag auch nur so zu füllen, dass es möglich ist, alles zu sehen. Okay. Und dann ist halt das Konzept, wer die Inhalte behalten möchte, das haben ja auch viele Leute etwas ins Kongresspaket getan oder so wie du Prozente auf ihre Kurse gegeben. So, und wer dieses Kongresspaket dann behalten möchte, der kann das kaufen, muss aber niemand. Und dieses Konzept gefällt mir auch so wahnsinnig gut. Ne, man kann sich genauso gut hinsetzen und sagen, alles klar, ich schreibe die Sachen mit, weil er ist günstig, aber trotzdem, manchmal ist günstig trotzdem zu teuer. Und das ist etwas, was mir ebenfalls ausnehmend gut gefällt, dass wirklich alle davon profitieren. Prima. Ja. Letzte Frage. Was planst du als nächsten Kongress? Oder magst du es noch nicht verraten? Nee, kann ich noch nicht. Also ich habe so ein paar Sachen im Hinterkopf, aber das werde ich fühlen, wenn es soweit ist, was davon nun richtig ist. Also Also da ist aber schon was am Gären in dir. Okay. ja. Also Gewebe, wie gesagt, Gewebe hängt mir sehr am Herzen. Ich hatte auch erst gedacht, ah, vielleicht sollte ich das mal so ganz in den Fokus nehmen. Aber bevor ich jetzt den Atherosklerose, aber dann waren die Rosen doch erstmal näher. Ich weiß es noch nicht. Ja, okay. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ganz viele Erkenntnisse für die Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Kurses. Und ja, bin mir sicher, dass nach dem, was du jetzt auch erzählt hast, also wird da ja auch einiges kommen, was ich selber auch nicht kenne. Und ja, bin sehr gespannt. Ich bedanke mich bei dir für dieses Interview und möchte noch sagen, guckt euch das Interview mit dem Markus Peters an. Ja. Da habe ich was Neues gelernt. Da habe ich mehrere neue Sachen gelernt, die mir auch tatsächlich nicht einmal während meiner Recherche begegnet sind. Okay, gut. Genau. Ja, alles Liebe und Gute. Dankeschön, dir ebenfalls, euch ebenfalls.